EA Pop Productions. EA Pop Productions liest japanische Heldensagen. Heute Yurimasa. Um die Mitte des 12. Jahrhunderts regierte in Japan ein guter, von seinen Mannen sehr geliebter Kaiser namens Konoye, der jedoch kränklich war und zu allen anderen Leiden auch noch eine besonders schwere Plage zu erdulden hatte. Diese Plage verursachte ein abscheuliches Untier, einem Tiger an Leibesgestalt und durch seine gewaltigen Klauen gleich, aber mit dem Kopf eines Affen und mit einem langen, mächtigen Schlangenschweife versehen. Dieses Untier, das die Japaner den Nuye nennen, kam gegen Abend auf das Dach des kaiserlichen Palastes in Kyoto und stimmte ein Geheul an, das niemand zur Ruhe kommen ließ. Dasselbe erreichte um 4 Uhr morgens, zur Tigerstunde, nach alter Bezeichnung, seinen Höhepunkt. Bald danach verschwand das Untier. Der Kaiser ward durch diesen Spuk und durch den giftigen Hauch des Nuye immer kränker und bat wiederholt seine Krieger, den Kampf mit dem Ungeheuer zu wagen. Doch keiner war beherzt genug, das Abenteuer zu bestehen, bis endlich an Yurimasa, einen jungen Krieger aus dem Geschlechte der Minamoto, die Reihe kam, beim Kaiser den Wachdienst zu versehen. Dieser konnte die Qualen seines Gebieters nicht länger mit ansehen und beschloss, wenn es sein müsse, ganz allein den Kampf zu wagen, indem er auf seine Kraft und Geschicklichkeit im Handhaben des Bogens vertrauete. Er hatte jedoch einen treuen Diener, Inuhayata, der es sich nicht nehmen lassen wollte, seines Herrn Lebensgefahr zu teilen. Mit einer Fackel und einem scharfen Schwerte versehen blieb er an dessen Seite. So traten die beiden nun auf den Hof vor dem Palaste hinaus, und beim Scheine der Fackel sah also bald Yurimasa die Augen des Ungetümes grauenhaft funkeln. Im Nu war der Pfeil auf der Sehne, der Bogen angezogen, und mit fürchterlichem Schrei stürzte der Nuye ins Auge getroffen vom Dache herunter. Rasch lief Inuhayata auf ihn zu und hieb ihm den Kopf ab. Der Mikado beschenkte den tapferen Bogenschützen, der ihn von dem Untier befreit und ihm also das Leben gerettet, mit einem der berühmtesten Schwerter seiner Schatzkammer und erhob ihn zu großen Ehren. Das dankbare Volk aber verkündet seinen Ruhm bis zum heutigen Tage. EA